Der weiße Kaviar vom Albinostör ist einfach sehr, sehr selten, weil es sehr wenige Tiere gibt. Albino-Kaviar, der dehydriert wird, mit Gold versetzt, das ist das teuerste Lebensmittel der Welt, liegt bei 100.000 Euro das Kilogramm. Ich heiße Walter Gröll, bin heute genauso mit großer Freude noch dabei wie vor über 30 Jahren. Die Leidenschaft hat bei uns angefangen, oder bei mir mit 3, 4 Jahren, wo ich zum Fischen angefangen habe. Meine Fischfarm heißt Fischzucht Gröll. Ein schöner Ort für Tiere, um dort zu leben, wo sie Zeit haben, größer zu werden, erwachsen zu werden. Es ist ein Kreislauf. Und am Ende bekommen wir ein besonderes Produkt. In dem Fall ist es der Kaviar. Albino Kaviar ist das Produkt, das uns bekannter gemacht hat. Aber der weiße Stör ist natürlich noch viel, viel seltener wie alle anderen. Sondern mit dem Forellen- und Saibling-Kaviar. Brauchen vielleicht 2 oder 3 Jahre, um Kaviar ernten zu können. Beim Stör dauert es eben lange. Es geht nicht von heute auf morgen, wenn man im Schnitt rechnet, dass man 14 bis 16 Jahre braucht, bis man Kaviar ernten kann. Unseren weißen Kaviar kann man bei all den Menschen essen, die ihn bei uns kaufen. Das sind unter anderem Spitzenhotels oder auch Privatpersonen. Der eine sagt, er will es auf Eis, der andere will es auf dem Handrücken erschmecken, der dritte will einen Wodka dazu. Jeder Mensch entscheidet für sich, wie er das Produkt genießen will. Ganz samtig, im Mund, buttrig, einfach ein herrliches Geschmackserlebnis. Aber wirklich selber erkosten, erschmecken, probieren, das ist das Entscheidende.